Internet und YouTube, zurück bei Tao. Ich habe meine ganzen komischen Sachen. Ich habe alle Zutaten für den Trank des falschen Todes zusammen. Ich habe alle Zutaten für den Trank des falschen Todes zusammen. Und du lebst noch. Mhm. Das hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Dann werde ich dir nun helfen, ins Reich der Toten zu gelangen. Hier hast du den Trank. Trinke ihn und lege dich auf den Altar. Das sage ich zu meiner Freundin auch immer. Danach ist sie nicht mehr meine Freundin. Danach kommt die Polizei. Okay. Den Trank einnehmen, okay. Gut aus. Du bist auch da? Ich sagte dir doch, dass ich die Toten ins Jenseits begleite. Sieh dich gut in dieser Welt um. Du wirst auf vier Geister treffen, die keine Ruhe finden können. Hilf ihnen und finde einen Weg, an das Schädelzepter zu gelangen. Nur mit dem Schädelzepter ist es möglich, einen Geist zu rufen. Bring es mir. Du findest mich beim Portal am Strand. In dieser Welt. Das ist doch Quatsch. Wir sagten, sobald ich hier bin... Oh Mann, immer dieses... Gib mir diese zurück in die... Was? Questerfolg, ja. Aha. Jo. Warum nicht, ne? Warum nicht? Dann muss ich vier Idioten finden, oder was? Sieht wesentlich schöner aus bei den Toten. Bisschen grüner. Ist das grün? So, bist du einer von den Idioten? Endlich. Nach so langer Zeit ein neues Gesicht. Es ist schön, mal jemanden zu sehen, bei dem noch Blut durch die Adern fließt. Kannst du hier nicht weg? Leider nein. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich bin als Geist an diesem Ort gefangen. Seit 1000 Jahren bin ich verflucht, zwischen den Lebenden und den Toten zu wandeln. Ich würde mich zu Tode langweilen. Oh, das klingt ziemlich aussichtslos. Wenn du keine Wahl hast, fügst du dich deinem Schicksal. Wie kann der Fluch gebrochen werden? Ich habe damals mein Artefakt missbraucht. Ich werde erst Frieden finden, wenn ich ein eigenes geschaffen habe, das stärker ist als der Tod. Was für ein Artefakt könnte das sein? Ein Schädelzepter. Es ist mächtig genug, um die Geister aus dem Jenseits zurückzurufen. Was brauche ich? Das ist genau das, was ich brauche. Ich weiß, darum bist du hergekommen. Wenn du mir die Zutaten bringen kannst, werde ich es dir überlassen. Ich scheiß auf die Zutaten. Also gut. Was brauchst du, um das Zepter zu bauen? Es wird nicht leicht sein, an die Zutaten zu gelangen. Ja, vier von dem, drei von dem. Wir werden sehen. Und zwei von mein dem. Schicksal ist unweigerlich mit dem der anderen Geister, die... So, ich sag mir die Zutaten. Gut. Und shut up. Jetzt hab ich's nicht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Es tut mir... Oh, Jesus. Ich hätte es doch nicht überspringen sollen. Bla, blieb, bla, der Fluch der Künstlerin. Trophäe eines Jägers, der Speer eines Kriegers, die Beute eines Diebes und ein persönlicher Gegenstand von... Ja. Ich nehme einfach alles und irgendwann wird schon stehen, Quest erfolgreich. So sieht's aus. Dann könnte ich mir den Ring an... Ne, geht sich nicht aus. Ring hat 20 Punkte. Mathematisch ergibt das irgendwas anderes. Als 80, oder? Goldbrocken!
konnte ich den übersehen? Wo laufe ich denn hin? Wow! Was machst du hier? Das hat ja voll nichts abgezogen! Wow! Wuppertudeldu! Kritischer Treffer! Nochmal, Baby! Jesus Christ, ich hänge fest! Ich hänge fest! Ich hänge fest! Ich hänge fest! Okay, keine Panik! Komm her, komm näher! Yes! Komm her, komm her, komm her! Questerfolg, der Silberrücken ist tot. Gut, gut. Fell eines Silberrücken-Dingens. Ne? Das war doch was, was ich brauchte, oder nicht? Ich habe nicht die geringste Idee. Warum war ich hier noch nicht? Check. Ich habe alles unter Kontrolle. What is it? What? Du warst doch oben, oder nicht? Was? Nee, du warst oben. So. Verzeihung! Okay, Doc. Nun gehe ich halt hier lang. Oder? Hier gehe ich zurück, oder? Was zum Henker? Ja, hier geht's zurück, okay. Musste ich. Ich wollte es nur zeigen, hier geht man zurück. Okay. Hier geht man zurück und hier geht man wieder rauf. Und... Hey du. Ich glaube, ich brauche da einen Speer. Kann das sein, Cusco? Halt ein, Lebender. Mussis. Du hast die Arena des Kriegers betreten. Gut, gut. Stell dich zum Kampf. Kein Problem. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Es ist ein Fluch, der auf mir lastet. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich einen ebenbürtigen Gegner gefunden habe. Vielleicht ist es dein Schicksal. Meinen Fluch zu brechen. Absolut. Aber lass dich warnen. Wow. Weder zu Lebzeiten noch im Tode hat mich je einer im Kampf geschlagen. Also gut. Also gut. Lass uns kämpfen. Möge deine Stärke so groß sein wie dein Mut. Ich hab ne Waffe, du Idiot. Du hast nur ein Speer. Au! Aha, versteck dich. Ich kann das ewig so machen, mich dann, okay. Du bist das Haltermeister, ich bin der Rollenmeister. Wirfst du nicht damit? Okay. Was ist H? Okay, jetzt hat er geworfen. Wie lange wollen wir dieses Spielchen noch machen, mein Freund? Sieh ein, dass du keine Chance hast. Ja, ich stecke hier fest. Das war das Problem. Gib mir deinen Speer. Gib mir deinen Speer. Kuski. Du hast es tatsächlich geschafft. Ich hab auch eine Schrotflinte, okay? Ja. Das war gar nicht schlecht. Nicht schlecht? Du hast mich befreit nach all diesen Jahren. Nimm meinen Speer als Dank, großer Krieger. Möge er dir bei deinen Aufgaben helfen.
Es ist nun Zeit für mich zu gehen. Adios. Und endlich meinen Frieden zu finden. Bye, bye. Lebe wohl. Tschüss. Bablupsti. Gibt's hier jetzt was Neues? Wie zum Beispiel den Wein. Und einen Kerzenleuchter. Und einen Jadestein. Und einen Goldbrocken. Wunderbar. Teller für die Steaks. Der Schädel gehörte nicht. Aktuell so. Telefon? Christ! Hallo? Servus. Ja, hab ich. Hab ich. Exactement. Yes. Ja, mach ich gleich. Okay. Gut. Ciao. So, das war ein bisschen komisch jetzt. So, ich habe hier noch einen Goldbeutel. Ich will mir jetzt nicht den Ring anziehen. Nicht, wenn mir jeder dabei zusieht, wie ich mich umziehe. Okay, what? Ich muss, ich weiß nicht. Was soll ich jetzt machen? Ich brauche noch so einen Dödel, der verflucht ist. Und dann brauche ich noch irgendwas. Und dann brauche ich... Was ist mit dir da hinten? Du stehst hier so einsam und verlassen rum. Motega. Es tut mir leid. Wir sollten vielleicht zuerst reden. Warte. Warte. Motega. Warte. Ich habe mich verklickt. Du möchtest nicht... Okay. Kein Problem. Es tut mir leid. Dann werden wir... Was war denn das? Wolltest du tanzen? Na. Vielleicht... Okay, wir können noch immer reden. Es tut mir leid. Ich hab die falsche Taste. Danke für das Amulett. Danke für die Schal. Hallo? Verärgert? Es tut mir leid! Oh. Beruhigen wir uns wieder. Es tut mir leid! Oh no! Was ist mit dir passiert? Vor langer Zeit herrschte ich über das stolze Volk vom Stamm der Lüfte. Das ist super. Doch Mara, sie übergab... Okay. Das ist... Bam. Du warst... Bam. Okay, warte. Vielleicht ist er jetzt nicht mehr verärgert. Brauche ich dich? Ist es wahr, was meine Augen da sehen? Du siehst so lebendig aus. Ich bin hergekommen, um einen toten Freund zu finden. Dann muss er dir wohl sehr wichtig sein. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Lebenden gesehen habe. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier gefangen. Und kann nicht sterben. Warum nicht? Mara hat mich verflucht, weil ich vor vielen Jahren wagte, mich gegen sie aufzulehnen. Was ist damals passiert? Ich war es, der auf die Idee kam, Mara zu töten. Ich machte mich auf die Reise, um die anderen Häuptlinge um Hilfe zu bitten. Doch während ich weg war, wurde meine Familie von einem Silberrücken getötet. Habe ich erledigt.
Du hättest sie wahrscheinlich gar nicht retten können. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber die Welt retten konnte ich auch nicht. Ja, wem sagst du das? Das Schlimmste ist, dass ich den Silberrücken nun Tag für Tag jage. Aber was ich auch tue, das Biest kommt immer wieder. Der Silberrücken ist hier? Ja, ich hab ihn. Der Silberrücken ist endgültig tot. Tatsächlich? Ich hätte nie gedacht, dass das je ein Ende hat. Ohne dich wäre ich bis in alle Ewigkeit hier gefangen gewesen. Schon gut. Hier, nimm diesen Schädel als Trophäe. Du hast sie dir verdient. Wie wolltest du Mara denn töten? Mit Hilfe der Waffen, die sie uns gegeben hatte. Sie gab mir die Titanenharpune, um mein Volk zu versklaven. Ich habe mutig gekämpft. Aber, wie du sicher bemerkt hast, ist es uns nicht gelungen, sie zu töten. Ist mir nicht entgangen. Ich spüre, dass meine Zeit nun endlich gekommen ist. Plopp. Viel Glück auf deiner Reise. Meine hat endlich ein Ende. Okay. War ich jetzt schon 10-mal drinnen? Ich denke schon. Okay. Was brauche ich noch? Irgendeinen Mist brauche ich doch noch. Du kannst dir nicht vorstellen. Okay. Logbuch. Ich habe Trophäe eines Jägers, der Speer habe ich, die Beute eines Diebes und ein persönlicher Gegenstand. Wenn nicht, wo komme ich denn jetzt? Wo muss ich? Hier war doch der komische Rückentyp. Vielleicht, wenn ich hier oben raufgehe? Hier war nur die... Okay. Dann ging ich letztens hier hinten wieder raus. Dann gehe ich hier oben rauf. Hopp. Alright, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Lass mich nochmal sehen, ob ihr wirklich richtig steht. Das seht ihr, wenn der Pokal hier steht. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.